Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Das war damals, da war ich keine Ahnung, da muss ich irgendwie 6 Jahre alt gewesen sein oder so. Als ich dann festgestellt habe, dass man auf der klonk.de Webseite für Klonk Planet Erweiterungspacks runterladen kann. Und ich das erste Mal Hazard gespielt habe. Das war ein Erlebnis. Ja, das glaube ich. Vergesse ich nie. Überleg mal, 6 oder 7 Jahre alt. Und überleg mal, was wir damals 6 oder 7 Jahren haben wir am Computer uns einfach irgendwo was runterladen und haben das ausprobiert. Musst du dir mal vorstellen. Na gut, dann starten wir mal rein in die Runde. Und am Anfang ist direkt eine kleine Intro-Sequenz. Oh, eine Intro-Sequenz? Ich hoffe, die kann man bei deiner Auflösung sogar sehen. Oder? Ja, also ja, erstmal hier, Schwierigkeit, da kommt ein Drache. Na, was hast du mit ihr gemacht? Ich hab die Prinzessin in meiner Gewalt. Mein Traum ist erfüllt. Du Schurke. Aha, okay. Smutka ist von uns gegangen. Oh, jetzt Smutka ist tot. Machen wir Schwierigkeit normal? Charakter, Ritter oder Markus? Wollen wir mit Magiern spielen oder mit Ritter? Achso, jeder darf für sich selber raussuchen, ja? Ja, jeder darf für sich selbst raussuchen. Okay, ich habe jetzt bei mich für den Magier entschieden. Der hat ja wohl gesagt, die reden ja sogar. Oder wo kam das her? Ja, es gibt. Die Klonks haben 3 Voice Lines, glaube ich. Yep. Jawohl, ja. Und so ein Schrei. Okay. Ja, Zelte sind immer super. Sorry, ich habe die Flagge eingesammelt. Also, ich habe auch eine Flagge. Soll ich die ins Zelt reinbringen? Warte mal, wie komme ich jetzt wieder runter? Kommt doch mal hier runter. So. Guck mal hier, ich kann hier reingehen und kann jetzt. Da ist die Flagge. Die baumelt hinter dem Holz. Mephisto ist auch ein cooler Name für einen Zauberer, finde ich, muss ich mal dazu sagen. Danke. Und jetzt kann man wieder zaubern hier. Ah, guck mal, andere. Meditation, magischer Bogen. Ah, ich kann Meditation zaubern, aber hier brauche ich wieder, Sachen in meinem Rucksack, oder? Oder nee, ist jetzt hier nicht. Das ist jetzt normales Zauber. Okay. Hat jemand was dagegen, wenn ich die Burg abreiße? Brauchst du Holz oder was? Nein, aber sie stört mich. Guck mal, ob ich hier hochkomme. Ja. Ich will mal da oben liegt ein roter Kristall. Darf ich den mal einsammeln? Warte mal. Komm ich denn da hin? Nee, das ist sein Cape. Ach, das ist vom Zauberer, das Cape. Ach so. Vom toten Markus. Und hier haben wir eine Schmelze. Eine Eisenschmelze, oder? Yep. Also tatsächlich, also es ist eigentlich mehr so ein Adventure-Spiel hier. Man braucht diese Basis gar nicht. Und man muss auch gar kein Gebäude bauen. Das ist alles optional. Okay. So, ich habe jetzt hier die Flagge eingesammelt wieder. So, es ist ein Zelt weg. Und die Krone, kann ich die aufsetzen? Auch nicht. Was bringt mir denn die Krone? Mana-Regeneration. Ach, wenn man sie aufsetzt, sozusagen. Deswegen schmeißt sie dann immer weg. Wer schreit hier so rum? Josef! Das sind unsere Feinde jetzt, oder? Sind das böse? Dango hat einen Bogen. Ich hab einen Regenwurm. Und eine Fahne. Lass doch die Fahne da. Ja, die wollte ich gerade wegschmeißen. Und Steine habe ich. Wie gesagt, eigentlich hast du die Krone nur im Inventar rumliegen. Und dann kriegst du einfach passiv was dazu an Mana. Okay, so jetzt habe ich. So, jetzt habe ich einen Bogen. Wie war das denn mit dem Ausrüsten? Doppelt graben, ne? Nee. Ja, du bist ja Magier. Was machst du mit dem Bogen? Na, ich wollte mal. Habe ich halt ein Schwert? Ich musste aber auch ohne. Achso, muss ich jetzt wirklich alles mit Magie machen? Ich kann doch gar keinen. Du wolltest ja Magier spielen. Dann muss ich jetzt wirklich Feuerbälle schießen auf die Gegner, wa? Aber du hast auch mit dem Bogen geschossen gerade. Ja, ich bin ja ein Ritter. Du bist ja auch ein Ritter, das stimmt. So. Du kannst dir hier einen Ritter kaufen, wenn du willst. Nee, ich mache jetzt. Dann zauber ich halt. Dann kann man jetzt erstmal hier hochzaubern. Müssen wir da hoch? Du, wenn ich eine magische Brücke zaubern will, ne? Du hast sie ja vorhin senkrecht gestellt.
Was machst denn du da, damit die senkrecht steht? Das ist gleiche Reihe, rechtester Zauber. Ach so, okay. Das war dumm, ne? Oh, hat geklappt. Hat geklappt. Klemmt. Hier das Stein klemmt. Wie kommen wir da durch? Kann man das Tor wegsprengen? Soll ich mal schießen? Nee, das ist unzerstörbar. Da unten ist da auch noch ein Tor. Guck mal, Magie schießt. Ach so, da schießt. Aha, Zauberpfeile schießt der also. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hier durch oder halt durch das Tor. Hier durchs Loch, meinst du? Ja. Da klemme ich doch gleich fest. Ja, ja, aber du bist ja Magier. Du bist, hast ja deine Tricks. Ich hab meine Tricks. Ich kann ein Wurmloch bauen, meinst du? Frostwelle. Löschen. Artefakt Wind. Ich kann eine magische Kopie von mir erstellen. Kann dann für dich kämpfen, ja. Eisschlag, Blutsauger. Tarnen, Ohnmacht. Soll ich mich mal in Ohnmacht fallen lassen? Da falle ich vielleicht so durch. Na, der Zauber ist für die Gegner gedacht. Ich glaube, so, wenn du mit der Maus drauf hättest, sagt er dir, was du da machst. Also, was die Beschreibung. Ach so. Aber eigentlich suche ich nach dem schwarzen Loch, das ist aber nicht mehr da. Es kann sein, dass der nicht aktiv ist gerade. Ja. Es sind ein paar Zauber nicht vorhanden. Ermöglicht es den Zauber über Flüssigkeiten zu laufen. Statuseffekte entfernen. Hier haben wir eine Brücke. Magischer Blitz. Frostwelle. Einschlafen. Flammenwand. Mich heilen. Feuerklumpen. Blutsaugen. Eisschlag. Eine Feuerfaust. Soll ich mal eine Feuerfaust darunter schmeißen? Tarnen, Besitznahme, ewige Flamme. Da sind noch mehr Sachen. Verwirrung. Also du meinst, man könnte hier durchrutschen irgendwie. Nee, also Tarnen ist nicht aktiviert. Tarnen habe ich gesehen, aber gerade, glaube ich. Ja, Tarnen ist hier. Versetzt den Zauberer für eine bestimmte Zeit in einen Stein. Ah, Tarnen heißt, dass ich mich in einen Stein verwandle. Das ist ja schlau. Und jetzt? Bleibe ich ein Stein. Jetzt bist du in Gefahr. Jetzt muss ich schießen nach da drüben. Kannst auch, während du im Stein drin bist, zaubern. Aha, okay. Zaubern wir mal. Und dann schieße ich jetzt mal einen magischen Bogen, ne? So, wollen wir mal gucken. Oh. Das war doof. Ja, und jetzt bist du in Gefahr. Jetzt bin ich gleich tot. Ich bin tot. Okay. also ich hab zwar geschossen, aber ich hab das nicht hingekriegt. So. Kann ich ja beitreten nochmal? Ja, ne? Dann nochmal. Dann nochmal. Da bleibe ich beim Magier. Das versuche ich jetzt einfach nochmal. So. Hier, Flagge brauche ich nicht. Ich kann hier bleiben. Was ist mit Subcom? Der bleibt da oben stehen, macht er nicht mehr mit? Nee, der hat noch einen anderen Clown. Der hat sich einfach einen auf Reserve gestellt, das ist auch schlau. Dango hat Steinwerfen erhalten, sehe ich gerade. Kam der Stein auch? Nee. Gestern hat es die... Weil du Debug aus hast oder so. Nee, gestern hat es die Manu auch probiert. Da ist der über mir im Sand einfach gespawnt. Das kann auch passieren. Wie seid ihr jetzt als Ritter da runtergekommen? Ihr könnt euch doch nicht als Steine da unten, oder? Ich habe Pfeile durchgeschossen. Du hast Pfeile durchgeschossen? Hm. Okay, aber dann bist du ja auch bloß... So, jetzt hast du mich eingesammelt. Ja, nee, du bist jetzt in einem Stein drin. Nee, ach komm. Weil mein Schild dich abgeblockt hat. Jetzt werde ich gleich im Stein rauskommen, meinst du? ich muss hier raus! Ich hänge im Stein fest!
Kannst du vielleicht nochmal Tarnen machen? Das war falsch. Nochmal Tarnen machst, solltest du rauskommen. Na, zum Glück. Ah, guck mal, ich kann mich auch bewegen jetzt. Vorhin habe ich auf dem falschen Knopf. Hast du dich wieder eingesammelt? Das könnte ich. Das habe ich vorhin das nämlich falsch gemacht. So hätte ich nämlich schießen können. Das habe ich vorhin nämlich nicht hingekriegt. Ach, mehrmals sogar. Aha. Jetzt hüpfe ich ja als Stein durch die Gegend. So, da bin ich wieder. Und jetzt brauche ich ja die Krone wieder, um mich mal um Mana zu regenerieren. Was das machst du gerade? Was machst du gerade mit mir? Du heilst mich. Aha. So, und jetzt kommen wir hier unten nicht durch. Jetzt müssen wir hier. Was hast du da in der Kiste gefunden? Ein Trank, der mir den Fluch wegmacht. Mein Mana ja, ist gleich alle. Da sind ein paar sehr interessante Sachen drin. Also wenn du irgendwann mal ein bisschen lesen möchtest, kannst du dir ja mal durchlesen, was die ganzen Zauber im Menü alles machen. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt. Da ist also ganz viel Zauber ist da drin. So, jetzt können wir hier Wipfel abschießen, oder? Hey, wie heile ich jetzt mein Mana? Soll ich mal Meditation machen? Wie lange? Ah, okay, ich muss einfach nur eine Weile da stehen. Alles klar. Oh, Subcom, schreibt er es. Was ist da denn? Was ist passiert? Ah, er steckt. Kannst du ihn mit dem Stein abwerfen? Dann kommt. Nee, da wird er nicht rauskommen. Da ach so. Doch, könnte sein. Ja. Warte, okay. Abbrechen, indem du ins Zaubermenü gehst. Dann könntest du ihn abwerfen und gucken, ob er freikommt. Ah, toll. Jetzt, ja, also. Die Krone jetzt, ist jetzt erstmal weg. Ja, das stimmt. Die Krone ist da hochgeschmissen. Ich hab sie wieder. Okay. Ich komme ja nicht ran an das Ding, Mann. Jetzt, so. Guck mal in die Kiste rein. Da ist nichts drin in der Kiste. Ich finde nichts. Ah doch, jetzt habe ich die Krone da drin. Wir haben Mana-Tränke, Schriftrolle, Genesung, Zauberbuch. Was steht denn im Zauberbuch? Hole nicht möglich. Ach komm, muss ich da erst die Krone ablegen? In den Inventar ist voll, ja. Zaubern? Aha, im Zauberbuch sind also Zaubertricks drin. So. Jetzt haben wir hier, guck mal, hier komme ich nicht durch. Kann ich mir da auch durchzaubern, indem ich irgendwas mache? Als Stein nee, da durchhüpfen? Diese Stelle soll, glaube ich, ein Showcase sein für die Zauber, der im Zauberbuch drin ist. Ach so. Okay, dann gucken wir mal, welchen du da meinst. Ach so, das sieht der hier hinten. Guck mal. Manne, Krone. Manne! So, welcher ist damit gemeint? Besitzannahme? Aha! Ah, jetzt bin ich ein Hasi! Ah, okay. Ich bin ein Hasi. Das heißt, es macht also Sinn. Ich habe jetzt mal hier oben den Weg freigebuddelt. Oh. Und bin dabei gestorben. Ne, bin ich nicht, ne? TK, was machst du denn hier oben? Wie bist du hier schon oben rausgekommen? Das ist ein Geheimnis. TK, du hast mich eingefangen. Ja, sehe ich. Komme ich wieder raus aus dem Hasen irgendwie? Ja. Doppelt graben solltest du rauskommen. Oh, ah. So, jetzt habe ich jedenfalls den Weg nach da oben freigebuddelt. Alles klar. Was haben wir noch für Zaubertricks da drin? Warte mal. Besitzannahme habe ich getestet. Ohnmacht. Ohnmacht ist sich hinlegen. Da habe ich noch eine Besitzannahme. Okay. Ja, okay. Aber das haben wir ja auch so. Wie seid ihr denn da überall hingekommen? Jetzt muss ich erstmal hier. Hier ist die Krone. Die nehme ich mal mit. Da unten habt ihr euch durchgesprengt, wa? Sowas. Hier. Und dann hier hinten hochklettert, oder was? Hier so mit.
Mit einem, ihr habt einen Fahrstuhl gebaut? Der war da schon. Dankob schwimmt in der Lava. Hast du es verzaubert, damit du dir keinen Schaden nimmst, oder? Nee, der Klonk brennt ja nur, wenn er schwimmt. Ah, okay, also kann ich auch da reinhüpfen. So, gut. Aber wie ist denn der TLK schon hier hochgekommen? Darf ich das mal... So, das? Der wird außen hoch sein. TLK ist raus aus dem Spiel. Aus dem Discord. Okay, da geht's nicht. So, der ist außen hochgeklettert. Also offenbar gibt's hier viele Wege, die nach Rom führen. Da ist eine Stamm und nichts davon. Kann man hier langlaufen. Schneid rein in die Bude. Natürlich, wer sprengt denn hier? Dango hat rumgesprengt. Hier ist ein Hebel. Ah, das ist der Stein, bewegt sich dann. Kann das sein? Auf wen schießt du denn hier? Mit wem kämpfst du da? Der ganz rechts da. Ach, da oben. Ah! Kommt zurück. Ich versuch's.